Liebe Waage, deine Karriere, ein langfristiges Ziel oder unvollkommenes Projekt können als besondere wichtige Themen im Juli erscheinen. Es stellt sich die Frage, ob es sich lohnt, ein Ziel weiter zu verfolgen, das sich nicht erreichen lässt. Vielleicht wird man im Juli erkennen, was man korrigieren muss, um erfolgreicher zu sein. Bis zum 11. des Monats hast du Merkur rückläufig in Krebs. In diesem Zeitabschnitt solltest du alte Geschäfte beenden und unvollständige Aufgaben erledigen. Es können Missverständnisse mit einer Behörde, einem Vorgesetzten, Institution oder Gemeinschaft entstehen. Diesbezüglich solltest du dich vergewissern, dass du alles korrekt machst, ansonsten würdest du bald Unannehmlichkeiten erleben. Die Sonne bildet einen Sextil zu Uranus am 1. des Monats. Das heißt, deine sozialen Kompetenzen, Ehrgeiz und Erfahrung werden hilfreich sein, um dich der neuen Aufgaben zu stellen und diese zu meistern. Am 2. Juli ist Saturn rückläufig in Steinbock. Familien- und Wohnungsangelegenheiten werden sich bei den meisten Wagen bis zum Jahresende erneut verzögern und erschweren. Bevor ein Lebenskapitel vollständig zu Ende geht, muss man eine Sache korrigieren und gegebenenfalls überprüfen. Zwischen 4. und 5. des Monats haben wir einen Vollmond in Steinbock. Bestimmte Gefühle und Ängste, die du verdrängst, werden zur Oberfläche auftauchen. Du wirst dich darüber im Klaren sein, was du zu tun hast, um eine Situation zu regeln. Zwischen 11. und 6. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Merkur. An diesen Tagen wirst du viel Spannung spüren und du wirst unerwartet zur Handlung gezwungen. Wenn es eine Entscheidung zu treffen ist, sollte man am besten warten. Am 12. des Monats läuft Merkur direkt in Krebs. Eine Sache, die sich in die Länge gezogen hat, dürfte sich bald klären lassen. Eine berufliche Veränderung, die große Konsequenzen haben wird, ist bis zum Monatsende möglich. Zwischen 13. und 21. bildet Sonne vom Krebs aus eine Opposition zu drei Planeten in Steinbock, nämlich Jupiter, Pluto und Saturn. Deine persönliche Freiheit oder Handlungsspielraum kann eingeschränkt werden. Jemand kann sich als sehr anspruchsvoll oder intolerant zeigen. Falls zutreffen, werden behördliche oder rechtliche Angelegenheiten mit vielen Hürden verbunden sein. Zwischen 19. und 20. haben wir dann den Neumond in Krebs. Wahrscheinlich musst du aufgrund der neuen Umstände eine neue Strategie entwickeln, um eine Zeit der tiefen Veränderung zu überstehen. Wir haben dann am 22. die Sonne in Löwe eingetreten. Bis Ende August dürftest du eine Veränderung im Bereich deines Einkommens erleben. Diese kann positiv oder negativ, je nach Geburtshoroskop, ausfallen. Zwischen 23. und dem 27. Juli haben wir Venus Quadrat Neptun. Zusammen mit anderen Menschen wirst du dich um eine Sache kümmern, die viel Arbeit erfordert. Und dann zwischen 25. und 31. Juli haben wir einen Spannungs-T-Quadrat zwischen Merkur, Jupiter und Mars. Am Monatsende empfiehlt sich, ein gewisses Maß an Geduld zu haben. Liebe Waage, mit diesen Wörtern bin ich fertig. Wenn du dir aufgrund der kommenden Welteinflüsse eine Beratung wünschst, dann kannst du eine bei mir buchen. Meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute für Juli 2020. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.